Ich möchte darüber reden, was da am Sonntag passiert ist. Deutschland ist ein wunderbares Land mit großartigen Menschen. Aber Deutschland ist eben auch ein Land, wo eine Partei 12,6% der Stimmen bekommt, deren Vertreter den Holocaust leugnen, die Menschen jagen oder entsorgen wollen. Wie könnte das passieren? Oh, der Bundestag, ein faszinierender Ort, an dem nicht nur allerlei entschieden wird, ohne dafür das Volk zu befragen, sondern auch ein Ort, an dem sich die unterschiedlichsten faszinierenden Kreaturen tummeln. Werfen wir einen Blick auf eine ganz besondere Kreatur mit dem Namen Cordula Feist. Oder war es Gloria Dreist? Wie auch immer, seht selbst. Nein, nicht dir, Dümmerchen! Heizplanke unserer gesamten Arbeit und die beginnt wirken und die politische Kunst. Und zu dieser Art von Politik sind wahrscheinlich eben wirklich nur wir fähig, so wie wir jetzt regieren. Die besteht darum, Wachstum und solide Finanzen miteinander zu vereinbaren. Das ist unsere Aufgabe. Die ist nicht einfach, aber die werden wir lösen, meine Damen. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Andrea Nahles von der SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Tagen geht es in unserem Land sehr viel um Vertrauen. In Gesprächen oder Diskussionen, auf Demonstrationen und in der Politik, wir alle können mit unserem Handeln und unseren Worten want pity. I am what I am, and what I am needs no excuses. Eine Stunde später. Ich möchte darüber reden, was da am Sonntag passiert ist. Deutschland ist ein wunderbares Land mit großartigen Menschen. Aber Deutschland ist eben auch ein Land, wo eine Partei 12,6% der Stimmen bekommt, deren Vertreter den Holocaust leugnen, die Menschen jagen oder entsorgen wollen. So, das erklärt einiges.